Vermeintlich schöne Zahlen, heute nehme ich die wichtigen BIP-Zahlen, auf die sich heute alles fokussiert hat, aus den USA. Aber wenn man zwischen den Zeilen liest, dann war das so wirklich toll, eigentlich gar nicht klar. Die Headline klang super, plus 2,9%, besser als die erwarteten 2,6%. Aber warum ist das BIP der USA so stark gewachsen? Weil vor allem die Lager voller geworden sind, der Lageraufbau, der auch ins BIP einberechnet wird, ist stark gestiegen und die Exporte sind stark gestiegen, aber vor allem dort der Export landwirtschaftlicher Produkte. Das wirkt ein bisschen extrem, diese Zahl, ein bisschen, ja fast schon unglaubwürdig, wenn man das sich mal genau anschaut. Und was nicht gut gelaufen ist, das ist Investment, sind also Investitionen auf der einen Seite und eben die Konsumausgaben der Amerikaner auf der anderen Seite, die nämlich beide unter den Erwartungen gelegen haben. Also eigentlich die Treiber einer Wirtschaft, die wirklich auch in Zukunft dann dafür sorgen, dass eine Wirtschaft wächst, die waren schwach und die Dinge, die, naja, ich sag mal, on the long run ein bisschen problematisch sind, wie der Aufbau von Lagern, der muss ja irgendwann abgebaut werden, irgendwann müssen die Firmen ihre Produkte dann auch an den Mann bringen, statt sie nur irgendwo auf Halde zu legen, der ist gestiegen und dann eben diese komische Geschichte mit den Produkten, landwirtschaftlichen Produkten in Sachen Export. Ansonsten haben wir heute wieder jede Menge Zahlen von US-Unternehmen, die wieder mal gemischt ausfallen. Viele Zahlen aus dem Ölsektor, Chevron, das Zahlen liefert, die die Märkte ganz gut finden. Hauptgewinner im Dow Jones heute, aber Exxon eher nicht so gut, wird abverkauft. Also es ist eine gemischte Lage auch bei anderen US-Firmen. Wir sehen ja dann Amazon heute natürlich unter Druck. Wir sehen Google stark steigen. Das ist diese Pattsituation, dieses nicht genau wissen, wohin eigentlich jetzt die Unternehmensergebnisse, wie gesagt, die sind durchwachsen. Manche sind gut, manche sind nicht so gut. Und das führt dazu, dass man sich nur nicht so richtig für eine Richtung entscheiden kann. Ansonsten sind amerikanische Pharmawerte stark unter Druck, nachdem eine Branchengröße da sehr schlechte Zahlen vorgelegt hat. Das drückt Pfizer, das drückt Merck. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass diese Schwäche bei den Pharmaunternehmen derzeit der Fall ist, obwohl Clinton, der Vorsprung Clintons deutlich schmilzt, Trump deutlich aufholt, eine nationenweite Umfrage oder eine amerikaweite Umfrage, USA-weite Umfrage hat gezeigt, dass Trump sogar jetzt wieder vorne liegt. Also das ist jetzt alles wieder nicht mehr so wirklich klar. Das haben die Märkte aber noch nicht eingepreist, aber ein Sieg Clintons ist eben eingepreist, einer von Trump eben nicht. Und das Wahlkampfteam von Clinton hat selbst gesagt, der Vorsprung, der schmilzt. Also die merken, dass da irgendwas gegen sie läuft derzeit. Und da wird es sicherlich auch noch eine ganze Menge Leute geben, die sagen, okay, ich will den Trump, ich habe noch nie gewählt oder in den letzten Jahren nicht gewählt, aber diesmal gehe ich wählen. Und die dürften eher für Trump stimmen. Also das könnte eine sehr enge Geschichte werden. Die Märkte haben sich darauf noch nicht so wirklich eingestellt, dass die Sache enger werden kann als erwartet. Wir wollen gleich mal reingehen in die Charts und die Dinge mal zu Gemüte führen. Wir sehen hier den DAX, der naja, heute Morgen dann doch einen ziemlichen Downer hat hinnehmen müssen, im Tief bei 10.577, dann kam die Erholung, dann wieder ein Rücksetzer, jetzt mit den US-Märkten, die ziemlich robust unterwegs sind, trotz eines Verbrauchervertrauens der Uni Michigan, das wirklich enttäuschend war, letzte Veröffentlichung, aber die Erwartungen schwach, die aktuelle Lage wird schwach eingeschätzt. Also das sind nicht so wirklich tolle Sachen, die heute von der US-Konjunktur gekommen sind. Wie auch immer, wenn wir uns die US-Indizes mal anschauen, wie hier den Dow Jones, dann sehen wir, ja, man will irgendwie nicht so richtig nach unten, aber nach oben reicht es eben auch nicht. Wir sind nach wie vor in den gebrochenen Aufwärtstrend nicht wieder eingetaucht. Vielleicht mal ein Blick dann gleich auf den Nasdaq, der hier schwer unter Druck war, heute auf Future-Basis unter die 4.800er Marke gefallen ist. Jetzt in diesem Bereich, ist in diesem Widerstandsbereich wieder, der heute gebrochen wurde, nämlich bei 4.845. Darauf sollten Sie achten, wenn der Nasdaq da wieder zurückprallt, wovon ich fast ausgehe, dann wird diese Erholung, die wir aktuell sehen, nicht von langer Dauer sein. Schauen wir uns nochmal, und das ist ein Thema heute, wir sehen so eine Art Rückzug des Dollar heute, wir sehen den Euro jetzt etwas stärker bei 1,0943, trotz des in der Headline ja so schicken US-BIPs, also Erholung beim Euro. Wir sehen leichte Rücksetzer bei Dollar-Yen, 105,20. Wir sehen das britische Pfund auch mit einer Berg- und Talfahrt. Heute ja ein nordirisches Gericht hat gesagt, Klagen abgewiesen gegen das Triggern des Artikels 50.
dass also der Brexit dann wirklich auch vollzogen kann. Das hat das Pfund erstmal ziemlich belastet, ist in Richtung 1,21 gefallen, jetzt wieder leicht erholt. Wir sehen einen Zwischenstopp und das beruhigt die Märkte ein Stück weit, auch die Aktienmärkte, einen Zwischenstopp beim Abverkauf der Anleihemärkte. Wir sind im Bund-Future, jetzt die 10-jährige deutsche Staatsanleihe bei 162 glatt. Wir sehen das Öl nicht genau wissend, wohin es gehen soll. Heute hat Russlands Energieminister gesagt, ja, wir können ja einfrieren, aber wenn die Amerikaner ihre Fracking-Produktion wieder nach oben fahren, dann bringt uns das ja alles nichts. Man ist derzeit in Gesprächen in Wien, versucht Lösungen zu finden. OPEC-Mitglieder, aber auch Russland, aber auch Brasilien sind dabei. Wir sehen das Gold mit einem Zwischensprint bei 1272. Ähnliches Bild auch bei Silber. 17,75 $, etwas erholt also, und wir sehen eine klare Erholung, eine ziemlich steile Kerze nach oben nach den wirklich überzeugenden Zahlen von Google, und wir sehen so ziemlich das Gegenteil bei Amazon mit einem ziemlich heftigen Gap nach unten, nachdem der Gewinn pro Aktie viel geringer war als eigentlich erwartet. Ansonsten ist das einfach so eine Geschichte, man legt sie noch nicht fest. Es ist jetzt schon das Warten auf die US-Wahl, und wie gesagt, wenn da eine Überraschung kommt, wenn Trump kommt, dann wird die Vola so dermaßen anziehen, dann wird es rauf und runter gehen, aber wahrscheinlich erstmal runter. Aber noch ist es nicht so weit, es nähert sich aber der Tag der US-Wahl. Ich bin schon selber sehr gespannt und wünsche jetzt erstmal ein schönes, entspanntes Wochenende. Bis dann, ciao.